Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi. Heute mit einem ersten Video zum Garmin Catalyst. Da werden wir noch ein bisschen mehr von sehen. Ich werde dort eine kleine Videoreihe zu machen zu dem Gerät. Und was ist das denn, bitte schön, lieber Gudi, ein Garmin Catalyst? Ihr habt ja letztes Jahr schon von mir gesehen, einige Videos von der Rennstrecke. Und ja, wenn man das Ganze, sage ich mal, ein bisschen intensiver betreibt, dann hat man ja irgendwann Bock festzustellen, hey, war ich jetzt besser? War ich jetzt schlechter? Wo bin ich gut gefahren? Wo bin ich schlecht gefahren? Das möchte man herausfinden. Die einfachste Variante, das Ganze herauszufinden, ist natürlich, man dreht seine Runde, fährt in die Box, guckt, ist das Auto noch so wie vorher, ne? Wenn die Form dieselbe ist, ist das schon mal ein guter Indikator für eine gute Runde. Auto heile. Da passt schon mal alles an der Stelle. Aber vielleicht will man auch ein bisschen tiefer in die Materie eindringen. Und das kann man schon ganz, ganz leicht und ganz, ganz easy machen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Handy. Mehr nicht. Ein Handy reicht vollkommen aus. Ihr habt hier ein eingebautes GPS. Ihr habt hier eine Kamera, falls ihr eure Runde aufnehmen wollt. Und es gibt fantastische Apps für das Handy, die wirklich sehr, sehr gut sind und euch wahnsinnig gut dabei helfen, das Ganze herauszufinden. Die beiden prominentesten Vertreter sind dort wohl einmal Race Chrono und Harry's Laptimer. Zwei wirklich fantastische Apps, die euch wahnsinnig helfen, das Ganze besser zu machen. Das Ganze, ja, sage ich mal, sehr gut nachzuvollziehen, wie die eigene Runde war, wie die aktuelle Runde gerade ist. Es geht ja hierbei nicht darum, dass man unbedingt so schnell wie möglich sein möchte, na, obwohl eigentlich schon, aber halt, es geht um die goldene Ananas beim Track Day. Es ist jetzt ja kein Rennen, sondern einfach nur, man möchte selber wissen, hey, habe ich mich verbessert? Und da hilft natürlich, wenn man dann, ja, sage ich mal, seine Rundenzeiten nimmt, diese miteinander vergleicht. Wenn man dann irgendwann sagt, hey, ich hätte es gerne noch ein bisschen besser, dann kann man sich dann vielleicht noch hier so eine kleine Racebox holen. Das ist die Racebox Mini. Kostenpunkt 200 Euro und das ist einfach nur ein GPS-Empfänger, der einfach halt ja mit einer wahnsinnig genauen, hohen Genauigkeit das GPS-Signal an die entsprechende App weiterleitet und so dann halt noch genauer ihr eure Strecke nachvollziehen könnt, ihr eure Bremspunkte, eure Scheitelpunkte und so weiter und so fort. Hilft dabei nochmal. Dazu nochmal dann natürlich der Preis dieser Apps fürs Handy, die kosten praktisch nichts, ne? Das sind irgendwo je nach Version zwischen 18 und 28 Euro. Das ist auch irgendwo nicht ein beklopptes Abo-Modell oder so ein Schmarrn. Das bedeutet, mit diesen beiden Apps, also besser gesagt mit einer von beiden, kommt ihr wahnsinnig weit. Wirklich ganz, ganz toll. Nur dann irgendwann sagt man sich, hey Mist, die Runde hat er wieder nicht aufgenommen, weil zum Beispiel Race Chrono kann eigentlich die GoPro, die hinten hängt, dann irgendwie automatisch starten. Und das klappt auch in 90% der Fällen. Aber irgendwann sind einem vielleicht nicht 90% nicht mehr genug und man sagt, ich hätte gerne 100%. Und hier kommt der Garmin Catalyst ins Spiel und zwar nicht nur damit, sondern er bietet wirklich eine ganze, ganze Menge mehr. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf das Gerät. Ich habe mich vorher schlau gemacht, ob das das Richtige für mich ist. Ich hoffe, das ist das Richtige für mich. Ich bin von den aktuellen Leistungsdaten sehr beeindruckt und deswegen werden wir uns die Funktion von dem Gerät und natürlich auch den Einsatz von dem Gerät, eventuell auch den Einbau ganz genau gemeinsam ansehen. Heute machen wir erstmal nur ein reines Unboxing. Und wenn ich das gute Stück jetzt auspacke, werde ich euch da natürlich noch ein paar von den Features erzählen, die den Garmin Catalyst eigentlich relativ einzigartig auf dem Markt machen. Und das Ganze zum Preis kommen wir auch gleich zu, wenn ich hier schon über die Preise hatte. Wir liegen hier natürlich bei 1000 Euro. Eine Stufe höher könnte man immer noch einen Race Navigator kaufen, der kostet 2600 Euro. Ob der einen wirklichen Mehrwert hat, mag ich persönlich bezweifeln. Und ich denke, dass hier wirklich ein gutes, gutes Stück Hardware dabei ist. Hoffe ich auf alle Fälle so. Und jetzt werden wir das Ganze mal auspacken und schauen uns an, was denn alles dabei ist und was das Gerät denn für seine 1000 Euro euch bieten kann. So, liebe Leute, und damit steigen wir rein ins Unboxing. Blendet so ein kleines bisschen. Aber ich glaube, jetzt kann man es ganz gut sehen. Wir sehen hier Garmin Catalyst Driving Performance Optimizer. So sieht das Ganze zum Teil aus, oder besser gesagt, so kann es aussehen. Da sehen wir schon mal so einen ersten Blick drauf. Segmentzeit zum Beispiel, minus 0,1 Sekunden. Dann natürlich die Geschwindigkeit, wo wir ja in den Turn rein sind, in die Kurve. Und solche kleinen Vergleiche, was halt alles möglich ist mit dem Gerät. Oh, hier steht ganz viel Kleingedrucktes drauf. Zum Beispiel der Lieferumfang ist hier schon mal aufgeführt. Vorinstallierte Micro-SD-Speicherkarte, Remote-Kamera mit Polarisations-
Objektivaufsatz, Remote-Kamerakabel, Strapazierfähiger Saugnapf, magnetische Halterung mit Stromversorgung, Kugeladapter, Zollverbindungsarm, Knochenverbindungsarm, Kabelklemmen, Kfz-Anschlusskabel, USB-Datenkabel, 12 Volt Kfz-Anschlusskabel mit Blankdrähten, Klebesockel für die Remote-Kamera und Dokumentation. Und das ist schon mal sehr, sehr viel, was drin ist. Da werden wir auch gleich im Inhalt sehen. An der Seite gibt es noch mal ein bisschen, wie das Gerät aussieht. Von oben, dass es von Garmin stammt. Und hier auf der Rückseite auch noch mal viele, viele Hinweise. Unter anderem, verbessere deine Rundenzeiten auf der Rennstrecke mit Audiofeedback in Echtzeit und Session-Analyse. Das ist das sehr, sehr Interessante. Dann hier natürlich noch mal der Hinweis, wie das Ganze funktioniert. Ja, montiere es in deinem Cockpit. Sammel Daten, während du fährst auf der Strecke und dann erhalte Echtzeit-Coaching und Post-Session-Analysen. On-Track, Off-Track, was genau hier alles möglich ist. Real-Time-Audio-Coaching, Lap-Timing, Number-of-Laps-Session-Time und Delta-Zeit und eine Remote-Cam mit 1080p. Schade, hätte ich gern 4K, aber so ist es nun mal. Also, so viel zum Außen. Schauen wir rein. Ich liebe das immer, wenn ich nicht sofort den Cutter auspacken muss, sondern direkt hier loslegen kann. Und damit schauen wir dann auch schon gleich direkt drauf auf den Katalyst, der Garmin Katalyst. Das ist so ein kleines Tablet, ne? Das ist einfach nur so ein kleines Tablet. Das ist halt mega geil, weil man das halt auch einfach ja, rausnehmen kann sofort aus dem Auto. Man klackt das hier ein, schauen wir uns gleich hier an. Und hier unterm Styropor wohl nichts mehr sein, war klar. Was haben wir hier an der Seite? Wird die Kamera sein. So, das ist die kleine Kamera hier, die wir im Auto montieren müssen. Dann noch einen schicken Katalyst-Aufkleber. Ist irgendwie sowieso bei dem Racing-Zubehör immer, irgendwie Aufkleber sind eigentlich immer dabei, ne? Und dann natürlich eine Schnellstartanleitung in zig Sprachen wieder. Da werden wir auch gleich mal reinschauen. Aber erstmal gucken wir weiter, was noch so im Karton drin ist. Oh ja, und hier wird es viel, viel Kabelei. Ein Kabelboost. Noch ein großes Kabelboost-Paket. Der Saugnapf für die Windschutzscheibe oder auch Beifahrerseite. Und noch ein Kugelkopf. Und zwar hier mit dem Anschluss für das Garmin selbst. Also an dieser Stelle nochmal natürlich ganz großes Lob für Garmin. Am Freitagmittag bestellt, ich glaube so 13 Uhr, Samstag so um 13 Uhr geliefert. Ne? Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen, war auf alle Fälle Wahnsinn. So, hier finde ich schon mal sehr schön, dass hier momentan noch dieser Aufkleber drauf ist. Den machen wir gleich mal ab, aber da sehen wir schon mal, wie das Ganze halt wieder aussehen könnte. Aber das haben wir ja gerade schon auf dem Karton gesehen. Und jetzt gucken wir erstmal in diese ganze Kabellage rein, was wir da haben, damit ihr auch wisst, was mitgeliefert wird. So, Kabel Nummer 1, was hier jetzt schon mal sehr gefährlich aussieht hier, so mit, da muss ich irgendwas löten oder was weiß ich nicht was. Das ist rein optional, dieses Kabel. Finde ich aber absolut mega, dass es dabei ist, zumal auch mit einer wirklich großen, großen Länge, wie man sieht. Also hier ist einiges aufgerollt und das ist nämlich dafür da, und auch hier ist auch nochmal relativ viel Kabel drauf, dass ihr das Garmin halt per Dauerstrom versorgen könnt. Ne? Plus und Minus, irgendwo im Auto angeschlossen, wo es passt. Und dann habt ihr eine feste Dauerstromversorgung. Und das Kabel wird einfach mal so eben von vornherein mitgeliefert. Finde ich mega. Finde ich wirklich absolut mega. Zweite Art der Stromversorgung ist dabei. So, dann gucken wir mal weiter hier, was aus dem Beutelchen noch so rauskommt. Dann haben wir hier natürlich ein Standard-USB-Kabel. Wir sehen auch hier leider kein USB-C. Schade, kein USB-C. USB-A auf der einen Seite und hier halt dieser alte USB-Mini oder wie der hieß. Dann hier wahrscheinlich nochmal für die Kamera, gehe ich von aus. Irgendwie so ein kleines Nöpselchen. Und ebenso, denke ich mal, für die Kamera, weil das passt einfach von der Größe her. Dann hier ein weiterer Kugelkopf, das ist dafür gedacht, wenn ihr das Ganze halt nicht per Saugnapf an der Windschutzscheibe festmachen wollt, sondern wenn ihr wirklich halt direkt das Ding irgendwo ins Auto reinschraubt, irgendwo anschraubt. Gut, ich werde bei mir in meinem Porsche da keine Löcher reinbohren, aber halt, das kann man ganz genauso verwenden. Ist also auch mit dabei, gleich so ein fester Anschluss für das Gerät. So, damit kommen wir zur Beutel Nummer 2. Und jetzt sehe ich schon eine Sache, wo ich total begeistert bin. Und zwar diese Halterungen. Diese Halterungen habe ich auch für die GoPro zum Beispiel bei mir im Auto. Das ist einfach mega genial.
Da kommen halt, ich mache das mal hier dran. Kennt ihr wahrscheinlich eventuell. So muss ich noch ein bisschen locker machen. So, jetzt kriegen wir die Kugel rein. Können das Ding halt frei bewegen, wie wir lustig sind. Schrauben dann fest. Und dann sitzt das bombenfest. Das sitzt bombenfest. Diese, also wenn ihr eine Handyhalterung oder Tablethalterung oder was weiß ich auch immer kaufen wollt, diese Sachen mit den, ich glaube, 1 Zoll Kugeln sind das oder so, ist eine super Geschichte. Und das hier ist übrigens auch kein Plastik. Das ist Metall. Das ist Metall. Das hier, logisch, okay, hier die Schraube, das ist Plastik, aber hier selber, das Ding ist Metall. Ist also auch schon mal sehr, sehr hochwertig. Das ist mega. So, davon haben wir dann noch einen zweiten natürlich. Sehen wir dann bei der Installation, damit wir das Garmin auch weit genug natürlich von der Windschutzscheibe wegbekommen, haben wir das hier dann die Möglichkeit, das Ganze, mache ich mal ganz kurz. So, jetzt habe ich das Ganze mal ganz kurz hier zusammengeschraubt. Hier logisch die Windschutzscheibe, dann können wir hier wirklich frei die Gelenke natürlich bewegen, wie wir lustig sind. Ne? Wenn ich das hier so ein bisschen lockere, dann kann ich hier wirklich in alle Richtungen das Ganze bewegen. So, machen wir wieder fest. Und hier kommt dann halt das Tablet drauf, machen wir mal kurz. So, rastet sofort ein, magnetisch. Und so könnt ihr es dann gleich wieder rausnehmen. Und das hält gut, aber ist trotzdem gut zu lösen. Das fühlt sich schon mal geil an. Geil, geil, muss ich so sagen, sorry. Dann natürlich logisch, USB-Adapter, um das Ganze dann halt im Auto, wenn man nicht den Dauerstrom nutzt, per USB benutzen zu können. Werde ich aber nicht benutzen. Ich habe mir schon für einen Zigarettenanzünder 2 Anschlüsse besorgt, damit ich dann hier noch die GoPro dran machen kann. Und dann habe ich hier das Garmin dran und einmal die GoPro. Und mein Handy hat sowieso Dauerstromversorgung. So, dann haben wir hier insgesamt sind es, ich habe es gleich nochmal komplett ausgepackt, 3 USB-Kabel, die hier drin sind. Das wird einmal sein für die Kamera. Einmal um die Kamera, na logisch, anzuschließen, hier zu versorgen. Hm, wo ist er? Dort. Genau, richtig. Hier ist der USB-Anschluss. Wie gesagt, schön wäre es, wenn das alles USB-C wäre. Das wäre nochmal so eine kleine Ecke schöner auf jeden Fall. So, ein weiteres USB-Kabel wird sein, um halt ja, das Garmin selbst mit Strom zu versorgen. Ich denke mal, im Auto werden wir nur die beiden brauchen. Einmal von der Kamera zum Garmin und einmal vom Garmin zum Zigarettenanzünder. Denke ich, dass das die beiden sind. Wir werden es sehen. Wir werden das ja noch gemeinsam einbauen und dass der wahrscheinlich für zu Hause ist, um das Ganze zu Hause laden zu können. Da hat man ja meist eigentlich schon Kabel rumliegen, aber haben sie wohl nochmal mit eingepackt. Hier gucken wir jetzt nochmal genau auf die Kamera, die wir halt am besten irgendwo so hinterm Rückspiegel platzieren. Da haben wir ja auch gesehen, dass wir hier noch so ein bisschen zusätzliche Möglichkeiten haben, das Ganze zu variieren. Haben dann hier auch den USB-Anschluss natürlich dran. Und jetzt nehmen wir das Tablet selber nochmal in die Hand. Oder besser gesagt, erst nochmal den Fuß hier. Hier sehen wir auch, hier haben wir einen USB-A-Anschluss, einen USB-Mini, Micro, whatever, Mini, glaube ich. Da muss ich mich jetzt auch noch überraschen lassen, wofür genau was hier gedacht ist. Vielleicht einmal Kamera, einmal Strom. Und am Tablet haben wir ja selber auch noch einen hier an der Seite. Hier haben wir einmal SD-Karte, einmal USB, Ein- und Ausschalter, Kopfhöreranschluss. Hier, was haben wir hier? Lauter- und Leiser-Tasten. Plus und Minus wird wohl lauter und leiser sein. Vielleicht auch rein- und rauszoomen, keine Ahnung. Lautsprecher. Und jetzt mache ich mal die Folie ab. Jetzt spiegelt es sich natürlich gewaltig. Ich probiere es mal so zu halten, dass es sich jetzt nicht ganz so spiegelt. Hier. Ich gucke mal, ob es Saft hat. Okay, Saft ist, deswegen habe ich die Folie wieder drauf gemacht, damit sie nicht wieder ganz so extrem spiegelt. Saft ist noch keiner drauf, muss ich also noch laden. Komisch, ne? Meistens ist sowas vorgeladen, aber in Ordnung. Dann halt nicht. Das ist dann, wie gesagt, natürlich Teil des nächsten Videos. Das war jetzt erstmal der Überblick, das Unboxing, was ist dabei, welche Kabel, wie ist das Ganze mit dem Anschluss. Dann denke ich mal, werden wir im nächsten Video erstmal schauen, wie ich das Ganze einbaue. Da muss ich noch gucken, ob ich das jetzt videomäßig gut geregelt bekomme, da den Einbau zu filmen. Dann fahre ich ja zurück, zum Glück bereits am Wochenende nach Hockenheim. Das bedeutet, dass ich das Gerät dann ja bereits dort nutzen kann. Ich bin auch 2 Tage später noch auf der Nordschleife, da kann ich es dann auch nutzen. Und dann werden wir mal genau hineinschauen in die Funktion dessen, was es dort an Daten gesammelt hat, wie man die auswerten kann, welche Möglichkeiten man da hat.
Ja, da wollte ich schon fast ins Fazit gehen, da fiel mir dann ein, hey, die Anleitung hatte ich doch beiseite gelegt, da wollten wir nochmal gemeinsam einen Blick reinwerfen. Habe ich jetzt gerade schon mal für euch gemacht und dabei festgestellt, ist also wirklich so, dass hier an den USB-A-Anschluss die Kamera angeschlossen wird und an den anderen USB-Anschluss kommt die Stromversorgung dran. Das bedeutet, dass wir am Tablet selber dann gar kein Kabel haben. Der USB-Anschluss hierfür ist natürlich da, um den internen Akku des Geräts einfach so laden zu können. Wird aber nicht benötigt, bedeutet, wir können halt das Gerät wirklich ohne irgendeinen Stecker abziehen, direkt aus dem Auto entfernen. Der SD-Kartenanschluss ist auch nur für zusätzlichen Speicher gedacht, denn hier irgendwo drunter befindet sich eine eingebaute SD-Karte. Und hier halt in der Anleitung hier nochmal erklärt, wie man das Ganze zusammenbaut, wie man das alles machen soll. Dann haben wir hier auch gleich nochmal, wie die Kamera installiert werden soll. Wir blättern hier nur einmal ganz kurz durch. Die Hinweise und dann halt auch hier schon natürlich, wie das Ganze dann auf dem Gerät aussieht, dass man dann halt sieht, ja, den Ladezustand, wie gut das GPS-Signal ist, welche Strecken man hat, die Temperatur, die Außentemperatur wird sogar, Außentemperatur, wie geil ist das denn, okay. Ich meine, jetzt zeigt mir mein Auto auch an, Luftfeuchtigkeit, interessant, interessant, was hier so bei steht. Die Wetterbedingungen bei der nächstgelegenen Rennstrecke, sehr, sehr cool. Synchronisieren, Fahrer einstellen, also so ungefähr sieht das dann alles aus. Wie gesagt, machen wir, wenn das Gerät an ist. Ist hier dann halt im Trackbetrieb, ne? Unser Delta, die Totalbahnenzeit, die Rundenzeiten, die letzte Runde, die aktuell oder besser gesagt die beste Runde, all das wird hier angezeigt und hier kann man dann die Sektoren sich anschauen und wo welches Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Hört sich schon mal alles sehr, sehr gut an. Deswegen zum Glück nochmal einen Blick in die Anleitung geworfen. Ja, liebe Gaming-Freunde und Racing-Freunde, hoffentlich oder hoffentlich bald, das war es also einmal. Der erste Überblick über das Garmin-Katalyst, wie es aussieht, was es kann, was dabei ist, was es kann. Ehrlich gesagt, schauen wir nochmal ganz genau, wie gesagt, in weiteren Videos. Dort natürlich dann halt auch, welches Videomaterial er generiert, auch inklusive Overlay, macht das Gerät ja auch. Und dann natürlich ein Fazit, wie sich das Ganze halt auf der Strecke wirklich macht. Und ich hoffe, wie gesagt, als nächstes das Einbauvideo machen zu können, dass ich da irgendwie das vernünftig gefilmt bekomme. Dann den Einsatz zeigen, natürlich auf der Rennstrecke und dann die Auswertung. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was das Gerät denn halt ja preis-leistungsmäßig bietet. Ich denke mal, ich weiß nicht, ich habe mir den Race Navigator angesehen für 2600 Euro. Ich glaube, ich bin hier wirklich besser dran. Und was dieser Realtime Coach kann, da bin ich sehr, sehr kritisch. Aber selbst wenn der gar nichts kann, stört mich das eigentlich überhaupt nicht, weil ich jetzt ja alle wichtigen Auswertungsdaten für mich persönlich auf alle Fälle zur Verfügung habe. Wenn der auch noch was kann, ist es natürlich nochmal ein Sahneschmackel obendrauf. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch neugierig auf mehr gemacht. Würde mich auf alle Fälle sehr freuen. Und dementsprechend, ja, werde ich noch ein bisschen mehr Trackday-Content dieses Jahr bei mir auf dem Kanal liefern. Wir werden dann auch nochmal gucken, zum Beispiel auf Race Chrono, auf Harris Laptimer, welche Möglichkeiten ihr da habt, um eure Zeiten auf der Strecke zu nehmen und euer Potenzial einfach ja, zu verbessern. Schreibt mir gerne unten rein in die Kommentare, wie interessant das Ganze für euch ist. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.